Dan Aykroyd und seine Ehefrau Donna Dixon haben sich getrennt. Die beiden waren fast 40 Jahre verheiratet. Ghostbusters-Star Dan Aykroyd 69 und seine Ehefrau Donna Dixon 64 haben sich getrennt. Nach 39 Jahren als Paar sind wir nun auf getrennten Lebenswegen, teilten sie in einem gemeinsamen Statement mit, das dem People-Magazin vorliegt. Das Schauspielerpaar bleibe rechtlich verheiratet, die beiden seien weiterhin gemeinsame Eltern, Kollegen und Geschäftspartner, heißt es weiter. Dies sei unsere Entscheidung für eine liebevolle Freundschaft. Mehrere gemeinsame Filme in den 1980er Jahren. Dan Aykroyd und Donna Dixon lernten sich 1983 am Set der Komödie Dr. Detroit kennen, noch im selben Jahr heirateten sie. Das Paar stand in mehreren Filmen gemeinsam vor der Kamera, etwa in Unheimliche Schattenlichter 1983, Spione wie wir 1985 und Der Couchtrip 1988. Aykroyd und Dixon haben drei gemeinsame Töchter, Danielle 32, die als Sängerin Vera Sola bekannt ist. Bell 28 und Stella 24. Während seine Frau sich in den 1990er Jahren allmählich aus dem Filmgeschäft zurückzog, ist Dan Aykroyd als Schauspieler weiterhin viel beschäftigt. Zuletzt war er unter anderem im dritten Ghostbusters-Film 2021 zu sehen. Zu seinen bekanntesten Streifen zählen neben Ghostbusters auch die Blues Brothers-Filme 1980 und 1998 sowie die Glücksritter 1983.